Hallo Leute, und da sind wir wieder zurück zu Factorio. Ich habe mittlerweile ein bisschen geschlafen, ein bisschen gearbeitet und jetzt ist quasi der Tag nach der letzten Aufnahme. Und ja, wollen wir mal schauen, dass wir heute auch noch wieder ein bisschen was geschafft kriegen, oder? So, das läuft immer noch. War das nicht letztes Mal bei 2%? Wage ich mich zu erinnern? Ja gut, aber hier kommen jetzt die blauen Tränke. Vielleicht hat er den Save Point auch letztes Mal so doof gesetzt, dass er sich gedacht, also ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass wir hier oben irgendwo gestanden haben. Oder könnt ihr euch daran erinnern? Naja. Okay. Ich muss euch aber schon mal vorwarnen. Das kann sein, dass wir gleich mitten in der Folge vielleicht gestört werden, weil die Maklerin noch anrufen wollte, zwecks Terminvergabe heute. Und ja, ich warte praktisch drauf. Deswegen liegt das Handy hier und ist auch auf voller Lautstärke. Aber ich denke, das werde ich dann rausschneiden. Oh Gott, hier Umweltsünde lässt grüßen. Ja, das werde ich dann auf jeden Fall rausschneiden, denke ich. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst, wenn hier jetzt plötzlich mal ein Cut kommt irgendwo in der Folge, dann ist es genau das gewesen. So. Okay, wir hatten uns jetzt vorgenommen, das Förderband hier hinten zu Ende zu bauen. Ein bisschen was haben wir dafür ja noch auf Tasche. Und ich würde mal sagen, wir rennen da jetzt zuallererst einmal hin. Ich habe gerade irgendwie in so einer halben Gehirnhälfte noch drin, dass wir noch irgendwas vergessen haben. Aber wir ziehen jetzt erstmal einmal diesen Förderbandweg hier nach oben hoch. Denn es ist sehr wichtig, dass wir jetzt oben Kupfer bekommen. Ja, klasse. Haben wir einen Tunnel? Nee, der baut da einfach drüber. Ging das vorher auch? Ich kann mich irgendwie daran erinnern, dass wir dort hinten dieser eine Felsen, wo ich mal gegengefahren bin, der hatte doch ungefähr dasselbe Kaliber, oder? Ja, was soll ich denn dazu jetzt sagen? So, okay. Jetzt müssen wir auf jeden Fall Unterführungen haben, denn da hätte sich auch wahrscheinlich ein schnelleres Förderband gelohnt. Also für andere Sachen nehmen wir gleich ein schnelleres Förderband. So, okay, Unterführung ist ready. Dann geht's einmal hier rein. Na gut, das ist ein bisschen doof gelöst. Dann würde ich sagen, geht's hier hinten wieder raus. So, wunderbar. Okay, viel mehr Kraftwerke brauchen wir ja fürs Erste nicht. Ich finde es immer noch faszinierend, dass es mir so vorkommt, als wären die Greifarme jetzt wesentlich schneller unterwegs. Also das finde ich immer noch irgendwie in gewisser Weise faszinierend. So. Ich meine, ich wusste ja, dass die ein bisschen langsamer geworden sind, weil wir ja kommt da jetzt auch langsam mal was an? Ach so. Kann ja nicht. Ich habe es noch gar nicht verbunden. Außer Reichweite. Bisschen langsamer waren, weil wir nicht genug Stromkapazität hatten, aber mittlerweile, also dass die so viel langsamer waren und dass wir eigentlich schon eine ganze Weile auf zu wenig Strom gelaufen sind, das ist immer noch ein Gedanke, an den ich mich erstmal gewöhnen muss, weil ich bin jetzt davon ausgegangen, dass sobald zu wenig Strom da ist, die halt langsamer laufen, aber so erst schnell und dann schlagartig langsam und nicht immer langsamer, je weniger Strom da ist. Naja, okay. Auf jeden Fall kommen hier jetzt gleich die Platten an. Oder habe ich da immer noch? Ne, da kommen sie schon. Sehr gut. Ja, würde ich sagen, sortieren wir erstmal die Kupferspulen aus, wenn er dann halt schon mal hierher kommt. So, so. Und so. Gut, dann sortiert er uns jetzt erstmal die Kupferspulen aus. Jetzt mal in dieses System hier. Da machen wir direkt mal schon mal zweimal mehr, weil ich sehe schon, es läuft nicht so ideal, wie ich es mir vorgestellt habe. So, direkt, ach Mann, ach Menno. So, direkt zwei mehr. Nehmen wir mal einmal hier das kurz weg, damit wir jetzt nicht so ein absolutes Chaos haben. So, okay, dann machen wir hier zwei von den billigen Eisentruhen rein. Kaum habe ich angefangen aufzunehmen, brennen meine Augen schon wieder. Ist das normal? So, okay. Aber wir werden trotzdem aufnehmen, wie das Zeug hält. Denn wir wollen ja mal das Raketenzeitalter erreichen. So, okay. Kupfer, Kupfer, Kupferspulen raussortieren. Ja, das macht so einen Spaß.
So baue ich jetzt einen Stromzaun. Aber ist ja auch egal. Wir brauchen ja sowieso Strom. Und ich würde sogar vielleicht sogar so krass auf Nummer sicher gehen, dass wir hier noch ein Meer bauen, wo ich mir langsam, glaube ich zumindest, sicher bin, dass wir irgendwann die Verschmutzung erreichen, dass der mal sagt, wir gehen auf die nächste Evolutionsstufe und das wird dann richtig, richtig übel für uns, weil dann kommen nicht mehr diese mittelgroßen Viecher, sondern dann kommen die ganz, 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 ganz großen Viecher. Okay, die sind beide bald leer, also geht es auch in beide Richtungen bald weiter. Hier ist eigentlich auch relativ cool, also da scheint jetzt mittlerweile genug da zu sein. Na gut, ich kann jetzt während hier in dem Menü nicht nachgucken. Aber ja. Guckt euch das an, ey. Was da improvisiert aus unserem Hirn rausgesprungen ist. Okay, hier ist noch ein bisschen Verbesserungsbedarf möglich. Ja, würde ich sagen. Ein bisschen Verbesserungsbedarf ist da. Aber das machen wir jetzt nicht sofort, sondern das machen wir später. Denn wir haben noch ein bisschen was zu tun. So, ich aus Versehen noch eine Truhe gebaut. Hier sollte ja eine große hin. Okay, dann programmieren wir den kleinen Freund hier mal eben um, dass er uns hier Kupferdraht raus sortieren soll. Sehr gut. Und damit kann das hier auch wieder online gehen. Und dann bauen wir uns nochmal die restlichen Truhen hier zurecht. Und schnelle Greifer. Oh, schnelle Greifer haben wir 1 Million Stück. Sehr gut. Ja, die werden wir sowieso gebrauchen. Also an vielen Stellen. Vor allen Dingen die Bahnhöfe und auch die Umsortier- bzw. Verladestationen. Ups. Die müssen alle schnelle Greifer bekommen, damit wir möglichst schnell den ganzen Krempel von den Förderbändern runterkriegen, damit die Ressourcen rollen. So. Meine Nase fühlt sich leicht verstopft an, aber das kann theoretisch gar nicht sein. So. Okay, die da mal hin. Oh Leute, guckt euch das an, wie fleißig hier gearbeitet wird. So. Na gut, Kupferspulen haben die jetzt ein bisschen raussortiert. Aber das macht nichts. Die nehmen wir uns dann direkt hier mal aus den Kisten raus, denn wir wollen, dass es ordentlich aussieht. So, sehr gut. Sehr gut. So. Jetzt jede Menge Kupfer hier ankommt. Ist natürlich auch die Frage, lässt man. Also hier kommt ja jetzt ja nichts mehr durch. Da muss noch Kupfer hin. Aber ich bin halt auch am Überlegen, ob wir. Da geht ja auch noch Kupfer hin. Ob wir das dann jetzt von hier oben nachher noch runterlaufen lassen. Also hier runter, damit wir endlich mal ein perfektioniertes Lagersystem bekommen, wo am Ende einfach nur verschiedene Truhen sind. Oder verschiedene Truhenreihen. Ne, eigentlich reicht eine Truhe. Und dann wird das dahinter halt so gelagert, so wie hier. Und dann packen die das halt immer weiter um. Und dann zum Schluss in die Truhe. Das heißt, die unterste Truhe ist immer voll. Und wenn wir dann mal was brauchen, dann brauchen wir nur zu dieser Truhe gehen und schon ist es da. Aber die Frage ist auch, wenn man es automatisiert, braucht man im Prinzip die Truhen nicht mehr. Naja, wir schauen mal. Raketenbrennstoff ist jetzt ja auch schon bei 12%. Bart juckt. So, okay. Das läuft jetzt hier wunderbar. Dann würde ich sagen, schauen wir noch mal einmal nach dem Rechten dort unten. Was jetzt hier an Ressourcen hochkommt. Aber das wurde ja auch mal Zeit. Ich meine, die Produktion unten stand ja absolut still. Und jetzt läuft sie auf Hochtouren. Theoretisch wäre das Förderband sogar noch effizienter, wenn wir hier so einen Verteiler einbauen. Alter, habe ich mich gerade erschrocken, aber das ist ja dieses Didgeridoo im Spiel. So, okay. Aber das sieht mir noch relativ verstopft aus hier. Auch wenn es im ersten Augenblick so wirkt, als wäre es nicht verstopft. Was brauchen wir eigentlich für diese Förderbänder? Zahnräder. Das ist natürlich ein bisschen teurer.
Die werden wir jetzt mal nebenbei bauen. Okay, der produziert dorthin und dann geht es nur hier drauf. Aus den Öfen. Okay. Ja, das ist ja kein Thema. Hauptsache, hier kommen nur fertig produzierte Waren heraus. Ich würde sogar sagen, wir bauen den hier so ein bisschen so um. Ups. So. So. Lassen wir den hier einfach durchgehen. Oh, ich liebe diese Melodien. So, wunderbar. Jetzt läuft es hier durch. Jetzt können quasi alle Öfen produzieren und dann wird es noch ein bisschen effizienter. Und wir müssen aufpassen, dass der Zug gleich nicht fertig ist und uns hier in den Himmel befördert. Noch sieht es ganz gut aus. Wo haben wir denn den? Dort haben wir den Panzer stehen lassen. Ach Mann, müssen wir gleich den Weg noch wieder zurücklaufen. Aber das ist ja auch kein Problem. Jetzt ist hier hinten ja schon mal die Infrastruktur vorhanden, dass man Uran fördern könnte. Ich will mal einfach gucken, haben die hier schon gefördert oder fördern die hier einfach nicht? Außer Reichweite. Bohrflüssigkeit, okay. Der braucht Schwefelsäure, um das Uran abzutransportieren. Das heißt, wir brauchen eine ganze Menge Pipelines. Dafür brauchen wir eine ganze Menge Eisenplatten. Gut, dann müssen wir anscheinend noch eine Pipeline legen. Die würde ich dann einfach querfeldein legen. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Die würde ich dann einfach hier heraus. Ne, warte mal, hier ist das ja gar nicht. Hier oben ist das ja ganz. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und da werden wir angegriffen. Ja, du machst es doch sichtbar. Oder geht's. Ah, weil wir kein Radar dort unten haben. Und der ist aber lange. Ach, wahrscheinlich, weil die Verteidigungsanlage da unten ja auch für den Arsch ist. Ach Mann. Lasst mich doch in Ruhe. Ich will auch nur ins Weltall fliegen. Ist dort immer noch Rambazamba? Tatsächlich. Oh Gott, was geht denn da vor sich? Okay, ein paar Türme haben wir noch. Ein bisschen Muni haben wir auch noch dabei. Dann rennen wir da jetzt einfach mal durch und hoffen einfach mal das Beste. So. Hier im Flur steht übrigens auch noch eine große DM-Bestellung in zwei Paketen. Die muss noch ausgepackt werden. Ich weiß nicht, ob ich das heute noch schaffe. Die Sarah muss jetzt ja auch noch 2 Stunden arbeiten. Sitzt praktisch hinter mir. Boah, was ist denn hier los? Zwei Fronten? Jetzt müssen wir vorsichtig sein. Okay, der ist anscheinend. Durchgebrochen. Der Arsch. Okay. Okay, wir müssen also ein bisschen besser aufpassen. Aber das war jetzt so gut nicht der krasseste Angriff des Jahrhunderts. Aber immerhin. Ja, hier noch ein bisschen Munition rein. Das würde mich glatt schon dazu verleiten, hier unten ein Förderband hinzulegen für Munition. Ein bisschen was zum Reparieren. Ich weiß aber auch nicht, ob sich das lohnt. Ist halt auch wieder so eine Frage. Die Mauern scheinen komplett zerstört zu sein. Was die lilane Farbe wohl bedeutet. Muss ich mal bei Gelegenheit nachgoogeln. Wir haben ja Gott sei Dank immer ein bisschen Mauer dabei zum Flicken. So. Wunderbar. Ist anscheinend hier durchgebrochen und hat sich gedacht, ich greife erstmal die Geschütztürme an. Hätte er jetzt hier hinten zugeschlagen, hätte er wesentlich mehr Schaden angerichtet. Und der ist auch noch voll aufgeladen. Das wird auch ein großer gewesen sein, denke ich. So.
Hälfte, Hälfte, sagen wir mal. Gut, dann ist der Außenposten hier etwas gesichert. Aber jetzt auch nicht wirklich krass viel. Hier geht es gar nicht weiter, weil es keine Zahnräder mehr gibt. Weil irgendwie die Produktion hier so ein bisschen durcheinander ist. Was hat denn der? Achso, der lädt die hier auf. Aber was hat der für einen Auftrag? Hätte irgendwas runtergeschippt. Damals. Vor vielen, vielen Jahren. So, jetzt müsste es hier theoretisch weitergehen. Ich wollte hier hinten die Produktion ein bisschen verbessern. Aber ich würde sagen, wir bauen jetzt erstmal hier ein bisschen dran herum. Warte, aber wenn der sowieso Zahnräder herstellt, kann der uns dann nicht sofort die verbesserten Förderbänder herstellen? Wäre das nicht viel cooler? Wir gucken einfach mal, ob es geht. So. Ach so, dazu braucht er die alten. Naja, das ist auch so eine Nummer für sich. Dann lassen wir den mal ein bisschen arbeiten. So. Jetzt 8 Stück davon produziert. Dann würde ich sagen, lassen wir den jetzt erstmal ein bisschen produzieren. So. Der muss erstmal die Arbeit einstellen. Wo Munition immer gut ist. Können wir noch einen Geschützturm herstellen? Ja, können wir. So, hier geht es jetzt nicht weiter. So, einen davon können wir herstellen. Dann machen wir den erst direkt komplett, oder? So, okay. Jetzt läuft es theoretisch total verrückt immer im Kreis. Der braucht die Stahlplatten. Stahlplatten, alles läuft im Kreis. Aber ist egal, solange es halbwegs flüssig im Kreis läuft, soll es mir egal sein. So. Okay. Dann müssen wir im Prinzip sehen, dass wir dort unten Schwefel hinbekommen. Lohnt sich dafür eine Bahnstrecke? Im Prinzip schon, aber das ist halt so eine schwierige Strecke. Und hier vorne, also würde ich fast sagen, machen wir auf jeden Fall eine Pipeline, die hier durchläuft. Und dann würde ich hier vorne ein zweites Gleisnetz anlegen, oder? Das müssen wir gleich mal gucken, wie wir das am besten herstellen. Hätte ich jetzt fast gesagt, wie wir das am besten bauen. So, der Zug ist auf jeden Fall schon mal zurück. Was ist mit dem anderen überhaupt? Und der steht noch, ist anscheinend noch nicht ganz entladen. Aber das ist gut. Dann läuft die Produktion wenigstens weiter. So, einmal hier durch den Wald. Denn wir müssen uns schnell mal ein paar Eisenplatten organisieren, damit wir unsere Rohrleitungen herstellen können. Obwohl das schon schwierig ist mit Schwefel. Ich bin echt am Überlegen, was wir gleich am besten machen. Oder wir legen wirklich komplett eine Pipeline durch. Okay, kleinerer Angriff hier. Was heißt klein? Also es werden doch schon größere Einheitsverbände. Na, ich glaube, wir legen eine Pipeline. Ich mache das nicht extra mit einem Zug. Wir legen eine Pipeline und machen noch ein paar Zwischenpumpen rein. Dafür brauchen wir einen Motor und natürlich ein Rohr. Aber das ist ja alles hier bei uns vorhanden. So, dann gucken wir erstmal einmal nach Eisenplan. Ja, der macht im Prinzip ja auch Rohre. Also könnte man auch sagen. Moment. Nee, so einer wird nicht gehen, oder? Nee.
So könnte man eigentlich auch sagen hier, lad das ab. In die Kiste. So, vielleicht geht das ein bisschen schneller, als wenn wir das selbst produzieren. Dann springen wir mal einmal hier hoch und schauen mal, ob in den anderen Kisten noch genug Eisenplatten drin sind, um unseren gewaltigen Rohstoffhunger zu stillen. So, das nehmen wir auch nochmal mit. So, jetzt hier ist doch noch eine Eisenplatte drin. Schön. Dann kriegen wir auch langsam mal ein bisschen Ordnung in dem Chaos hier. So. 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 Gut. Laden wir das hier unten einmal ab. Okay, das wird hier gerade ein bisschen problematisch. Theoretisch müsste hier noch ein zweiter stehen, der es hinten weiter rauspackt. So. Dann wird der nachgesetzt und der andere nicht. Und die packen wir mal ran voll mit Eisen. So, sehr schön. Dann werden hier jetzt erstmal Rohre produziert für unser kleines Vorhaben. So, hier ist Kupfer. Ja, Flocke ist noch nicht so spät. So, hier ist noch Eisenerz drin. Ups, da kommt sie. Hallo. Na, du kleiner Räuber? Ja. Hast du vor? Hm? So. Okay, davon lassen wir uns jetzt aber mal nicht stören. Oh, no, das wollte sie gar nicht hören. Weg ist sie wieder. So, das nehmen wir auch nochmal raus hier. Hier ist auch noch Eisenerz drin. Alles raus. Hier ist auch Eisenerz drin. Das kann dann auch weg. Genauso eigentlich wie der hier. Das war ja nur zum Sortieren des Förderbands. So, das läuft hier. Bei dem fehlt Uranmunition. Uranmunition wurde hier oben hergestellt. Okay, hier geht es nicht weiter, weil da komischerweise wieder Ziegelsteine draufgerutscht sind. Aufs Förderband. Nein, andersrum. So, so wird ein Schuh raus. Gut, dann nimmt er jetzt theoretisch hier wieder seine Arbeit auf. Oder habe ich das falsch? Sehr gut. Okay, hier wird gearbeitet. Hier oben wird nicht gearbeitet. Es fehlen Zahnräder. Ne, es sind genug Zahnräder da. Es ist wahrscheinlich einfach nur voll. Genau, es ist einfach nur voll. So, das hier wird auch fleißig produziert. Im Prinzip läuft alles. Hier fehlt Stahl. Stahl, Stahl, Stahl. Wie kriegen wir da jetzt ganz schnell Stahl rein? Das läuft hier drauf und dann nimmt er sich das hier zu schnell runter. Also machen wir das mal ein bisschen anders. Wir setzen ihn hier unten hin. Verlängern das Förderband um ein und sagen ihnen dann Stahl rausfiltern. So, dann ist er nämlich erst dran, wenn die anderen schon abgegrabbelt haben. Aber es sind ja noch 43 da. Also es ist gar nicht aufgefallen bislang in der Produktion. Aber das ist ja gut. Okay, liebe Leute, aber ich sehe auch gerade, wir sind schon bei fast 24 Minuten. Wir machen dann an der Stelle eine kleine Aufnahmepause und dann geht's morgen, nee, übermorgen frisch erholt direkt weiter. Also, bis dann. Ciao, ciao.